Wir haben jetzt heute Morgen insbesondere von der Fraktion der Grünen als auch vom Minister viele Lobeshymnen auf den ÖPNV gehört. Und da fällt mir spontan die Frage ein, und die stelle ich an den Herrn Minister. Vielleicht beantworten Sie mir ja eine Frage, dem Herrn Klaus wollten Sie ja nicht antworten. Wie oder halten Sie es nicht für eine gewisse Doppelmoral, wenn Abgeordnete Ihrer Fraktion, die ja genauso wie alle anderen Abgeordneten den ÖPNV in Baden-Württemberg kostenfrei nutzen können, seit anderthalb Jahren ständig mit dem Auto in der Tiefgarage parken und mit dem Auto anreisen und das Fahrzeug kein E-Kennzeichen hat, also kein Elektrofahrzeug hat. Ich denke da insbesondere an meine Kollegin aus dem Wahlkreis Göppingen. Vielen Dank. Applaus